Ich habe keine Ahnung, wie wir das jetzt... Hä? Wachposten abgeschlossen. Nun, die KVA scheint den Großteil unserer Ausrüstung ignoriert zu haben, als ich hier durchkam. Das sollte den Häftlingen genügend Feuerkraft verleihen. Ah, ja. Ich krabbel einfach da irgendwie rein und... Keine Ahnung. Und die müssen jetzt auch permanent hier drüber latschen. Achso, die haben jetzt hier so ein Brett hingelegt. Muss ich nicht verstehen. Muss ich nicht verstehen, will ich nicht verstehen. Okay, wir clearen natürlich jetzt erstmal wieder das Gebiet. Ich habe gesehen, wir haben gerade eine SMS bekommen. Ich mach's erstmal Mikis Bude. So, was für eine SMS haben wir denn hier bekommen? Von Small. Na. Von Small. Lesen wir mal eben. Suche immer noch nach Informationen über Mickey. Meine ganzen Kontakte sind entweder untergetaucht oder sitzen in diesen Containern. Gute Arbeit beim Sichern des Gebiets, Brady. So, wir gehen... Uah. Ja, ich töte auch diese Wichser. Ich muss nur mal eben kurz gucken, wo ich... Da muss ich hin. Wie er sich freut. Oh, der ist schwer gepanzert. Den lasse ich mal lieber in Ruhe. Und da ist eine Kamera. Und da ist eine Kamera. Scheiße. Da ist eine Kamera. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Was ist das? Nein, das war so klar. Das war so klar. Dass die Scheißkamera genau in dem Moment... Tolle Arbeit, Brady. Das wird den Leuten zeigen, dass wir die KVA besiegen können. Ha. Genau in dem Moment dreht die Kamera auf unsere Richtung. Oder in unsere Richtung. Wie bescheuert. Okay. Dann nochmal raus. Okay, versuchen wir mal zu Mickys Bude zu kommen. Und hier in der Dings muss auch irgendwas sein. Ich weiß noch nicht, wie wir da hinkommen. Da müssen wir mal genau schauen. Und hier ist ein Radio, da oben. Schnell hier. Oha, nein! Oha, was mache ich denn? Weil ich habe keine Lust, von der Kamera gesehen zu werden. Nein. Oh, Alter. Hallo? Das Radio ist noch weiter oben, wenn ich das richtig sehe. Hier haben wir ein paar Rucksäcke. Ein paar Knaller ist voll, Gesundheit ist voll. Aha, Bombe ist voll. Okay. Ich hoffe, wir kommen irgendwie nach oben. So, da haben wir jetzt gerade Strom haben gemacht. Ich weiß jetzt nur nicht wofür. Muss mal schauen. Wir müssen auf jeden Fall erstmal nach unten. Ich glaube, wir haben... Haben wir das Tor geöffnet? Muss mal alles abluten hier. So. Scheint eine Werkstatt zu sein. Wo geht denn das Kabel hin? Okay. Ich werde ihn nie vergessen. Ah, hier ist noch ein Radio. Das haben wir aber schon, glaube ich. Aber hier auf dem Dach soll noch ein Radio sein. Ich frage mich nur, wie kommen wir auf... Wie kommen... Ich habe eine Freundin in Ärzten, die kürzlich beschlossen hat, dem Liaison-Programm beizutreten. Meine alte Freundin wird ein Collaborator. Das ist so entzückend. Sie hat ihnen die Lügen abgekauft und glaubt... dass sie so ihre Kinder vorne zu sehen bekommt, wenn sie aus dem Krieg kommen. Oh mein Gott. Lügen. Alles nur Lügen. Oh, also, Scheiße. Ich wollte jetzt nur mal gucken, ob die Kamera dann auch komplett aus ist. Sieht zumindest danach aus. Was für eine Scheiße. Scheiß nicht drauf. Aber wie kommen wir denn... Lass den Scheiß. Wie kommen wir denn hier aufs Dach hier bei dem Gebäude? Ich probiere mal was.
Natürlich in der Hoffnung, dass wir vielleicht gesehen werden oder nicht gesehen werden. Okay, jetzt sind wir hier auf dem Dach. Da müssen wir irgendwie hinkommen. Ich habe keinen Plan. Ich schau mal. Wie kommen wir denn da rüber? Da ist noch ein Safehouse. Ich glaube, da waren wir auch schon gewesen. Ich komme mir gerade vor wie Spider-Man. Schwing dein Netz. Aha, da liegt Werkzeug drin. Okay, da drüben ist noch eine Tür, die haben wir noch nicht geöffnet. Da würden wir da hinkommen. Was würde uns das bringen? Ich bin gerade am gucken. Hier waren wir drin, hier war das Safe House, das erste, was wir befreit haben. Okay, damit würden wir nur nach da kommen. Da hinten ist eine Wache am rumlaufen. So. Aber wir müssen ja irgendwie auf die Gebäude da kommen. Den Sprung werde ich nie im Leben schaffen, glaube ich nicht. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Nein, das war klar. Und seht euch die Waffen des Widerstands an. Sie sind selbst gebaut, unbeständig und halten. Geht die Kamera jetzt noch oder nicht? Aber nein, die ist kaputt. Okay. Aber wie komme ich denn da rauf? Wahrscheinlich hier über dieses Gebäude. Das hatten wir schon mal. Ich weiß nicht mehr, in welcher Folge das war, aber in irgendeiner Folge war das auch so schlimm gewesen. Da wusste ich auch nicht genau, wie und überhaupt. Okay, das ist mit dem verknüpft, ob man überhaupt da hochkommt. Ich weiß es gar nicht. Uah. Ist die Kamera wenigstens ausgeschaltet? Dann stört uns die gar nicht. Aber die geht wieder an. Ja, jetzt geht die Kamera wieder an. So, wie kommen wir hier aufs Dach? Und wofür haben wir hier Strom angemacht? Für was? Ich schau mal eben. Das Kabel geht hier lang, hier lang, hier lang und nach hier. Und was bringt uns das? Ach so. Na, das ist ja lustig. Und jetzt? Ach so. Das ist ja raffiniert. Ach, jetzt sind wir hier drüben. Guck mal einer an. Und jetzt werden wir wahrscheinlich auch hier das Radio finden. So, jetzt erstmal vorsichtig hier lang gehen. Nicht, dass wir hier irgendwie runterfallen oder so. Aha. Sieht aus wie ein provisorischer Grill. Ich bin mir nicht sicher. So, hier soll irgendwo ein Radio sein. Da. Und hier drüben auch. Da komme ich nicht rein. Aber da drüben komme ich irgendwie rüber. Da ist auch ein Safe House. So. Das haben wir alles voll. Die Granaten haben wir auch voll. Lebensenergie voll. Das haben wir auch. Die haben das verbessert, ne? Oder? Wenn man einen Informanten findet, muss stets dasselbe Zeichen gesetzt werden. Sie schnitten ihm die Kehle durch und warfen ihn vor einen KVA-Außenposten mit einem Zeichen um seinen Hals, auf dem Ratte stand. Sie erzählten uns, es hätte ihnen das Herz gebrochen, das zu tun. Aber es musste sein. Das haben die verbessert bei dem Radio. Ich kann mich entsinnen, dass... Also es gab, glaube ich, ein Patch mal. Und da haben die das Radio wahrscheinlich verbessert, weil man konnte ja nie was verstehen, so wirklich. Nie so wirklich konnte man was richtig verstehen.
Und dann haben die das wahrscheinlich gefixt. Da haben sich wahrscheinlich mehrere darüber aufgeregt oder beschwert. So. Hier soll auch noch ein Radio sein. Natürlich. Du willst mich doch. So kann ich... Ah, jetzt. Arbeitsperiode endet. Ich schau mal eben, wie viel haben wir denn... Wie viel haben wir denn von den Radios jetzt? 10 von 10 haben wir sogar schon. Mhm, 2 von 4... Von den Explosivdingern müssen wir noch ein paar machen. Okay. 0 von 6 Fahrzeugen. Also sehr viel zu tun noch. So. Machen wir mal Licht an. Hier ist dunkel. Im Dunkeln ist gut munkeln. Und den Außenposten haben wir auch. Sehr schön. Mickeys Bude. Waffen gefunden. Zack. Und ein neuer Bereich ist blau. Sehr schön. So. Und es sind nicht mehr so lange Ladezeiten. Ich verstehe, wie geil. Warum den Gefangenen dieser Ort gefiel. Wir setzen ihn. Brady, du schlägst dort draußen wirklich große Wellen. Die Aktion von dir und dem Widerstand beginnen, die Gefangenen anzusprechen. Mach so weiter und sie werden uns sicher beim Kampf gegen die KVA helfen. Aber wie mega. Also, wenn man ja so einen Außenpostenbefreier hat, ziemlich am Anfang des Spiels, merkt man das. Also, wenn man das Let's Play verfolgt, also wenn ihr das seht, werdet ihr das wahrscheinlich sicherlich auch merken. Wenn ich dann so einen Außenposten befreit habe, dann ist das Spiel immer so ein bisschen eingefroren. Und ich konnte mich erstmal eine ganze Zeit nicht bewegen und das haben sie jetzt auch rausgenommen. Das haben sie echt gefixt, also finde ich echt super. Okay, die Kamera ist eh kaputt. So. Jetzt mal eben schnell auf die Karte nochmal geguckt. Wir könnten uns eigentlich mal so langsam bewegen, mal hier die ganzen Dings zu machen. Hier würde ich gerne hin. Widerstandsvorratslager. Das ist, glaube ich, in der Börse ist das, glaube ich, drin. Ja, die Kamera funktioniert noch. Da müssen wir aufpassen. Dass wir nicht gesehen werden. Schleich mich mal unter der Kamera her. So. Okay, das ist oben. Und wahrscheinlich drin, ne? Okay. Wir können hier... Oh. Ich warte jetzt erstmal, bis der weg ist hier. Nein, ich bin kein Widerstand. Kann ich mal eben hier das hier machen? Das hat er gemerkt, ja. Aber egal. Den müssen wir auch zerstören. Okay, pass auf. Pass auf. Scheiße. Ich sollte hier weg. Nein, ich soll mich heilen, Alter. Heil dich. Hallo. Freunde, ich bin auch hier. Das Radio hier haben wir auch noch nicht, ne? Das ist sogar auf der Höhe irgendwo, soll das sein. Scheiße, ich stehe da genau. Oh, hallo Freunde. Alter. Ich sollte hier weg. Alter, das war so klar. Oh Gott. Oh Gott, und jetzt sag mir nicht, wir müssen das alles von vorne machen. Oh Gott, nur wenn wir so einen dämlichen Dingsangriff da hatten. Nein, bitte nicht. Baum. Ich schau mal ganz schnell auf die Karte. 10 von 10. Okay. Nee, wir haben eigentlich... Okay, wir haben nicht viel verloren. Eigentlich gar nichts. Da können wir ja drin ja eigentlich mal eben schnell gucken, wo hier dieses Widerstandslager ist. Vielleicht finden wir das ja hier. Und können das mal eben machen. Aber ich glaube, wir kommen da nicht hin. Das soll hier irgendwo sein.
ne, oder? 14, 13, 12, 11 Meter? 11 Meter, hä? Draußen ist das? Okay. Das soll hier irgendwo oben sein. Aber wie kommen wir da hin? Das ist doch drin. Das ist doch drin, das ist doch nicht draußen. Oder? Vielleicht hier rüber, über diese Treppen hier. Versuchen da mal reinzukommen irgendwie. Hier können wir auch was zerstören. Ich probiere das mal eben. Scheinbar dabei sind. Was haben wir? Jetzt kommen natürlich hier welche hin. Im Obergeschoss der Börse befindet sich ein Vorratslager. Sieh nach, ob du dir Zugang verschaffen kannst. Dort gäbe es genügend Zeug, um ein paar Dutzend Gefangene zu bewaffnen, sollten es die Norks noch nicht entdeckt haben. Aha, im oberen Geschoss. Das heißt, wir müssen irgendwie nach oben kommen. Darüber müssen wir irgendwie reinkommen, aber wie? Da ist eine Leiter, die könnten wir runterschießen, wenn wir auf diesem Gebäude sind. Das heißt, wir müssen erstmal auf das Gebäude kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, der kommt jetzt nach oben, ne? Scheiße, fuck. Tut mir leid, mein Freund. Huch. Was? Was macht der denn da? Lol. Okay. Das sieht strange aus. Gut, das heißt, wir müssen auf dieses Gebäude erstmal kommen. Das ist erstmal unsere Aufgabe, um dann nach da oben zu kommen. Ich bin jetzt erst davon ausgegangen, dass wir vielleicht doch erst eine Mission machen müssen, um da hinzukommen. Aber nein. Wie kommen wir... Okay, ich weiß wie. Ich sag doch, Spider-Man. Spinn dein Netz. Du willst mein Gesicht zurichten? Okay. Wie kamen wir jetzt nach drüben? Warte mal. Medipack nehme ich mit. So, wir müssen... nee. Wir müssen hier nach oben kommen. Wie kam ich denn hier nochmal nach oben? War das nicht eine Leiter oder so? Collaborator-Uniform trägt. Werde ich sie nicht? Ja, natürlich. Geh doch einfach mal da durch. Durchs Fenster. Kann doch nicht so schwer sein, oder? War nicht hier irgendwo eine Leiter, um nach oben zu kommen? Und dann da drauf? Es sieht, als müssten wir hier auf das... Hä? Gewalt gegen Liaison-Offiziere oder Friedenswächter. Ach ja, stimmt. Ist ja gar nicht mehr so lange her. Stimmt. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir auf dem Dach gewesen sind. Flex, du bist so schlau. Du bist so schlau. Wahrscheinlich jetzt viele schon so gedacht, oh, ist der doof. Oh, ist der doof. Boah, ist der doof. Boah, ist der doof. Sag's doch. Ja, ich bin doof. Mein Gott, Entschuldigung, wenn ich mal was nicht sehe. Entschuldigung, wenn ich mal was nicht sehe. So, da müssen wir irgendwie... Ich glaube, das zerschießen. Das war doch, glaube ich, so, ne? Oder? Da nehme ich aber die Dings. Genau. Nur nicht runterfallen. Da unten läuft einer. Juckt mich aber jetzt gerade mal nicht. Hallo? So. Jetzt mal schauen. Okay, hier können wir direkt frei machen. Ich möchte mal erst kurz das Radio holen. Dann haben wir das. Wieso fehlt hier ein Tisch? Oder soll das so? Wir haben schreckliche, schreckliche Dinge gesehen. Ich bin mir sicher, jeder, der hier zuhört, hat Dinge gesehen, die er oder sie nie vergessen wird. Ich habe eine Erinnerung, die ich nie aus meinem Kopf kriegen werde. Der Tag, als ich zum ersten Mal jemanden umgebracht habe. Ich war jünger, ein neuer Rekrut des Widerstands. Ich war auf meiner ersten Mission, ein einfacher Schaufenstereinbruch in ein medizinisches Depot, um unsere Medikamentenvorräte aufzustocken.
Ich lief durch ein Lagerhaus und direkt in einen Nork-Soldaten hinein. Wir lagen beide am Boden. Eine Sekunde lang sahen wir uns verwirrt an. Erst dann dachte ich darüber nach, was ich zu tun hatte. Ich nahm mein Messer und rammte es ihm in den Hals. Er schrie wie ein Tier. Dieses Geräusch werde ich nie vergessen. Wir töten alle so viele KVA-Soldaten wie nötig. Aber jeder Tod verfolgt einen. Und das sollte er auch. Ja, ich find's gut, dass man die Radios jetzt hören kann. Finde ich super. Widerstandsvorratslager. Waffen gefunden. Außenposten befreit. Jawohl, läuft. Sehr schön. Cool. Dann können wir nochmal diese ganzen Sprengklamotten machen. Du hast die Vorräte gefunden. Gute Arbeit, Brady. Yep. Wir sorgen dafür, dass sie unter den richtigen Leuten verteilt werden. Yep. Das ist eine gute Idee. Trotzdem möchte ich erstmal hier... Leute. Du hast es fast geschafft, Brady. Langsam sind die Gefangenen richtig erregt. Du hast ihnen gezeigt, wie man sich gegen die Norks auflehnt. Sie sind erregt. Es fehlt nur noch ein kleiner Stoß und sie werden die KVA in Stücke reißen. Ein kleiner Stoß. So, jetzt mal eben schauen, wie komme ich jetzt hier am besten runter, so schnell wie möglich. So. Aktuelle Häftlingsaktivitäten verstoßen. Oh Gott. Ah, hier. So, ganz schnell schleichen. Hier lang. Ich würde es gerne erstmal, wie gesagt, diese Sprengklamotten machen, weil dann haben wir sie auch. Das hier. Okay, da ist ein schwer gepanzerter da drüben. Ja. Ohne Drohne. Und was ist da hinten? Jetzt sag mir nicht, da ist irgendwie... Fuck.